So, weiter geht's heute mit dem Classic Touring Cup Zhejiang. Herzlich willkommen zurück bei Grid und auf geht's. So, 2 Runden bei 3,2 Kilometer Rundenlänge. Läuft noch die Startaufstellung durch. Willkommen aus Zhejiang. Kristen, was fällt dir dazu ein? Man darf bei der Grid World Series niemanden unterschätzen, Alex. Es kann schnell passieren, dass ein Rennen die Rangliste komplett auf den Kopf stellt. Oh ja. Ich erinnere mich an so ein paar Rennen. So, wo stehen wir denn? Auf 14. Mal wieder da hinten irgendwo drin. Aber ist okay, das macht so einen Reiz aus. Und jetzt fahren wir mit einem Ford Escort heute. Geh weg. Auch wenn du mein Teamkollege bist. Das ist ein Getümmel hier. Ich glaube, das sind eher alles dieselben Autos, oder kann das sein? Ne, doch nicht. Da irgendwo so ein Volvo mit drin und wir arbeiten uns jetzt richtig schön nach vorne. Wir sind schon mittlerweile Dritter, da haben wir nicht geguckt. Da können wir den ausgeschaltet bekommen, ne, können wir nicht, aber der Kurve haben wir den. Ja, so ein Teamkollege da lässt uns das noch nicht ziehen. Jetzt arbeiten wir uns nach vorne und die nächste Kurve ist die Rechtskurve, dann müssen wir vorne sein. Pass. P1. Das war auch schon die letzte Folge für diese Woche hier in Grid. Aber ja, wir haben noch so viel vor uns. Das ist unnormal, was das Spiel an Möglichkeiten zu bieten hat. Und das vorher fragt, nein, es gibt nicht, weil ich werde diesmal kein Project Cars spielen, das ist klar. Das würde dann nochmal zu lange sein. Wie gesagt, jetzt weiter mit S&K, aber das ist aber noch eine ganze Weile. Wir haben noch die komplette Karriere vor uns, wir haben die komplette Season 1, wir haben die 2 und die 3 vor uns, also wir haben noch echt viel zu tun. Ich hätte auch gedacht, okay, wir haben jetzt bald durch, aber das ist nicht der Fall. Naja, Nummer 3 konzentrieren wir uns auf das Rennen. Wir gehen jetzt gleich in die letzte Runde schon wieder heute. In der E-Nur 2. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Weiter abkürzen, um das keine blöde, unnötige Strafe einkassieren, die uns eventuell den Rennsee kaputt macht. Wieder, er kommt da gar nicht hinten weg, hat 16. So, die letzte Kurve. Dann sind wir auch schon durch mit dem großen, mit dem Rennen hier aus China. Dürfte eigentlich China sein. So, dann haben wir das. Das haben wir dann doch relativ souverän gewonnen. Auch wenn wir da mal zwischendurch nicht durchkamen, aber irgendwann kriegen wir sie doch alle noch hoffentlich. Es gibt noch ein paar wenige Rennen, die wir, glaube ich, nicht gewonnen haben. Ich glaube, Okutama oder so war das, glaube ich, das ich regelmäßig verkackt habe. Aber das ist halt dann mal ab und an so. So, Level 63 für uns. So, dann haben wir das auch durch und das nächste Event, das uns Montag im Hause steht, ist der Classic Touring Cup aus Silverstone. Naja, bis dann.